mir eine große Freude, zu diesem Abendsymposium einzuladen. Schön, dass Sie alle da sind. Ziele, Werte und Anreize treiben Menschen an, und das war auch das Thema. Wir haben es von verschiedensten Seiten beleuchtet. Sehr interessant war für mich zu sehen, wie die Wirtschaft und die Kirche eigentlich sich überhaupt nicht widersprochen haben. Dann muss ich die nächste Frage stellen. Über diese artifiziellen Beispiele. Aber ich will mich nicht in einer Frage entziehen. Zur Durchsetzung von besserer Erkenntnis und von besserem Wissen reicht es nicht, die Intellektualität, den Verstand zu besitzen, um dies zu erkennen. Sie müssen auch die charakterlichen Qualitäten, das Durchhaltevermögen und den Mut haben und manchmal auch die Torheit besitzen, an dieser Stelle zu widersprechen, um dieser ihrer besseren Meinung dann auch freien Raum zu lassen. War sehr erhellend für mich und ich glaube auch für die anderen Teilnehmer. Und es zeigt auch, was für eine Bandbreite von Themen hier an der Frankfurt School of Finance Management behandelt werden kann. Solche Veranstaltungen sind natürlich sehr wichtig, dass man auch Kontakte knüpfen kann und einfach auch so ein Get-Together hat. Ich denke, das hier ist wirklich so eine einmalige Chance, mit bestimmten Persönlichkeiten sprechen zu können. Ich meine, da hat man das sonst im normalen Alltag. Und Akteur, oder? Sind die gut? Ja, das ist ein Gefangener. Ich hab's nicht rausgehört.